Bär trifft Wolf. Faszinierende Einblicke in eine ungewöhnliche Lebensgemeinschaft. Im Natur- und Tierpark Goldau leben die Mondanbeter und Forellengourmets mitten in ursprünglicher Natur. Die europaweit einzigartige Bär- und Wolf-Anlage befindet sich auf dem angrenzenden Erweiterungsgebiet, mit dem der Park von ursprünglich 17 auf 21 Hektare angewachsen ist. In ihrer neuen Heimat finden die Beutegreifer viel Freiraum, um sich artgerecht entfalten zu können. Auf einem spannenden Rundgang, der am Besucherzentrum vorbeiführt, kommt man dem Lebenszyklus der Tiere auf die Spur. Dass die Bären und Wölfe sich richtig wohlfühlen, erlebt man in spektakulären Nahaufnahmen an 6 Erlebnisstationen. Es gibt viel zu entdecken, vom renaturierten Schuttbach mit hier lebenden Amphibien über spannende Informationen rund um heimische Wildpflanzen bis hin zum abenteuerlichen Kletterlabyrinth. Nun aber zu den eigentlichen Stars. Wildnis pur für starke Tatzen. Die Bären sind los. Ausgelassener Badespaß und wilde Verfolgungsjagden. Einzigartige Einblicke in das Leben der starken Pelzträger hat man mitten im ehemaligen Bergsturzgebiet. Hier leben die syrischen Braunbären zusammen mit den Wölfen in einer tierischen Wohngemeinschaft. Fast wie in der richtigen Wildnis. Riesig ist der Lebensraum, in dem sich die Bärenfamilie bewegt. Langeweile ist hier nicht drin. Um den natürlichen Spieltrieb und die instinktiven Verhaltensweisen zu fördern, werden zum Beispiel von den Tierpflegern Appetithappen im Gebiet versteckt, denen die Bären auf die Spur kommen dürfen. In der Anlage befinden sich auch computergesteuerte Futterboxen, die nur auf bestimmte Signale hin Nahrung freigeben. Sinn und Zweck ist es, die Bären auf Trab zu halten. Wie in freier Wildbahn eben, wo sie Gras, Früchte, Wurzeln und Aas fressen und damit den ganzen Tag beschäftigt sind. Auf einem Rundgang mit Aufsichtsplattformen, Erlebnisstationen und interaktiven Infotafeln erlebt man die Tiere hautnah und erfährt Spannendes zu deren Lebenszyklus. Übrigens gibt es im Untergeschoss des Besucherzentrums ein besonderes Highlight. Hier lassen sich die zotteligen Wasserfreunde bei ihrer Lieblingsbeschäftigung, dem Fischen und Baden, beobachten. Und die Wölfe? Wo die wilden Wölfe wohnen. Freche Jungs und scheue Räuber. Wölfe sind eher scheu. Hier in der Gemeinschaftsanlage nutzen sie die zahlreichen Verstecke und Rückzugsmöglichkeiten in diesem natürlichen Gelände. Die Größe des Gebietes und die abwechslungsreiche Natur kommen ihrer ausgeprägten Bewegungslust entgegen. Ob auf Streifzügen, zum Ruhen oder bei der Suche nach Futter. Die Tiere fühlen sich in der wilden Umgebung wohl und können ihre natürlichen Verhaltensweisen nach Herzenslust ausleben. Übrigens herrscht im Rudel wie in freier Wildnis eine klare soziale Rangordnung. Aber wie kommen die Nachbarn, Bären und Wölfe, miteinander klar? 26. Januar 2010. Bär trifft Wolf. Was passiert, wenn zwei Beutegreifer sich ihren Lebensraum wie hier im Natur- und Tierpark Goldau teilen? Man könnte vermuten, es drohen Rangeleien ums Revier, doch das Wolfsrudel lässt sich nur wenig von den zotteligen Mitbewohnern beeindrucken.
Wölfe und Bären sind keine Nahrungskonkurrenten. Sie kommen sich nicht ernsthaft ins Gehege. Höchstens die freche Bande halbstarker Wölfe trauft sich mal näher an die Nachbarn heran. Neugier und das Austesten der eigenen Grenzen spielen dabei die Hauptrolle. Zu ernsthaft gefährlichen Auseinandersetzungen kommt es nicht. Was wurde bewegt und investiert, um dieses Projekt zu verwirklichen? Vom Naturdrama zum Naturparadies. In Europa einzigartig. Wo einst der Goldauer Bergsturz tonnenschwere Geröllmassen ins Tal riss, befindet sich heute ein Naturparadies. Immer noch formen Felsen als stumme Zeitzeugen diese spektakuläre Naturlandschaft. Mit der Gemeinschaftsanlage für Bär und Wolf bricht eine neue Ära an. Es ist das erste Großprojekt, das auf den zusätzlichen 17 Hektar des Erweiterungsgebietes realisiert wurde. Damit ist der Natur- und Tierpark Goldau auf fast doppelte Größe gewachsen. Nur 2 Jahre dauerte die Bauzeit für die 4 Hektar große Ausbaufläche. Davon umfasst die Bär- und Wolfanlage 2 Hektar, der Haustierpark sowie Amphibienteich mit der Infrastruktur und den Rundwegen je 1 Hektar. Ganze 861 Tonnen Altlasten, verursacht durch 3 ehemalige Schießanlagen, mussten abgeführt werden. Begrünt wurde das Gebiet mit 7000 neu gepflanzten Büschen und Sträuchern. Rund um die Anlagen entstanden 6 themenorientierte Besuchereinblicke, 3 interaktive Spielanlagen und ein großzügiger Picknickplatz. Zur Bewahrung der ökologischen Vielfalt wurde der 300 Meter lange Schuppbach renaturiert. Zuvor mussten 1300 Kubikmeter Nagelfluhblöcke und 7300 Kubikmeter Erdmaterial bewegt werden. Für die Bären wurde der mit 200 Quadratmeter großräumige Bärenstall gebaut und ein 100 Meter langer Bach mit 2 Teichen verbunden. Allein 400 Quadratmeter umfasst die biologische Pflanzenkläranlage, die das Wasser, in dem die Bären und Wölfe schwimmen können, reinigt. Weit über 100 Personen von 27 Unternehmungen waren während der gesamten Bauzeit involviert und haben mit ihrem Engagement einen wichtigen Beitrag für das Gelingen dieses einzigartigen Projekts geleistet. Immer unter der Prämisse, so wenig wie möglich in die pittoreske Bergsturzlandschaft einzugreifen. Rund 6,8 Millionen Schweizer Franken kostete die Gemeinschaftsanlage, finanziert mit Geldern von Stiftungen, Unternehmen, privaten Gönnern und Spendern. Dazu kamen Freiwilligenarbeiten und viel Eigenleistung, die der Natur- und Tierpark Goldau beitrug. Wie das Ergebnis zeigt, eine lohnende Investition. Herzlichen Dank an alle, die zum Gelingen dieses europaweit einzigartigen Projekts ihren Beitrag geleistet haben.